Moin, willkommen auf dem Bahnhofsvorplatz in Kiel. Von hier aus kann man mit der Straßenbahn nach Straßburg fahren, denn die Linie D der Verkehrsgesellschaft CTS Straßburg führt bis nach Kiel. Hier in Kiel liegt Rasengleis. Wir fahren über den Rhein. Weiter geht es in Richtung Innenstadt von Straßburg. Die Fahrzeuge des Typs Alstom Citadis 403NG mit der ungewöhnlichen Frontpartie wurden ab 2016 geliefert. Sie sind siebenteilig. Ihre Länge beträgt 45,5 Meter. Diese Aufnahmen entstanden an der Rue de la Première Armée. Auch Straßburg tut viel, um das Radfahren zu fördern. Hier gibt es eine Fahrradspur entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße. Die Fahrzeuge Alstom Citadis 403 mit grün verglasten Führerstand stammen aus den Jahren 2005 bis 2007. Auch sie sind siebenteilig und 45 Meter lang. Sie wurden als Ersatz für ältere fünfteilige Fahrzeuge beschafft, denn die Fahrgastzahlen bei der Straßenbahn sind ständig angestiegen. In der Nähe des Stadtteils und der Haltestelle Wacken liegen verschiedene europäische Institutionen. Möchte man dorthin, so muss man an dieser Ampel nach rechts abbiegen. Rechts von diesem Rasengleisabschnitt liegt das Gebäude des Europäischen Parlaments. Etwas weiter liegt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.